Hallo zusammen. Hi. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Kurze Anmerkung in eigener Sache. Wir können keine Diagnose am Telefon machen. Es ist immer wieder, dass wir angerufen werden, auch im Laufe des Tages angerufen werden. Ich habe das Auto mit dem und dem Problem. Können Sie mir da helfen? Können Sie mir das so sagen? Nee, geht nicht. Dafür brauchen wir das Auto. Wir müssen eine Diagnose am Fahrzeug machen. Ja. Eine Ferndiagnose ist so gut wie nicht möglich. Dafür habt ihr da an den Fahrzeugen gar nicht die richtigen Apparate. Ihr habt nicht die richtigen Tester, um überhaupt irgendwas aufrufen zu können. Und nur so aus Erzählung, mein Auto macht das und das, das hat das und das Geräusch, geht nicht. Das Problem ist, dass wir natürlich den ganzen Tag angerufen werden und auch die Mitarbeiter angerufen werden. Das ist einfach zeitlich nicht mehr machbar. Bitte, bitte, bitte macht einen Termin und dann bringt das Auto vorbei, aber nicht anrufen und für Diagnosen und Ferndiagnosen. Das haben wir schon öfters gesagt, wir müssen es immer wieder wiederholen. Ja, aber wir die Leute können gucken über das die anderen Sendungen, nicht leisten. Ja. Wir können das einfach nicht leisten. Ja. So, oft kommt die Aussage, ich komme aber aus, was weiß ich, München oder wo. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben schon oft Autos gehabt. Ich komme aus München, aus Berlin, aus dem Norden, egal woher. Ja. Die kommen einfach, die Autos, und dann kümmern wir uns drum. Aber gut, es sei drum. So, hier haben wir einen Ford C-Max. Der Kunde hat folgendes Problem. Zeitweise und jetzt glücklicherweise konstant geht ihm die Airbag-Leuchte an. Weil zeitweise ist immer so ein Problem. Dann geht es ja mal an, dann will man ans Fahrzeug dran, dann zeigt sich da nichts. Möglicherweise ist auch kein Eintrag im Fehlerspeicher. So, aber wenn der Fehler konstant da ist, dann kann man anfangen zu suchen, da kann man was machen. Genau, wir haben die Diagnose hier an dem Auto schon durchgeführt. Wir wollen das erst noch mal gerne zeigen. Ich dachte, ihr mal seht, was wir da so machen bei so einer Diagnose. Warum sieht das ganze Fahrzeug innen drin komplett zerlegt aus? Guck mal rein, Basti. Ach ne, so schlimm ist ja noch gar nicht. Man kann auch viel mehr. Das ja, man kann auch noch mehr zerlegen. Da können auch mehr, das ist noch Musik aus. Ah, wir gehen mal rein, aber war nur ganz kurz. Das ist auch schön, das Geräusch. Schöne Melodie da drin, so, ja. Also Airbag, wir lesen den Airbag aus und schauen in den Airbag-Speicher rein. Und dann zeigt er an, Fahrer-Airbag Stufe 1, Funktion fehlerhaft, Unterbrechung im Stromkreis, Fehler aktuell, Fehlercode nach letztem Löschvorgang wieder aufgetreten. Also ist schon öfters mal gelöscht worden. Die Fehlerlampe ist an, das heißt, die Airbag-Leuchte leuchtet. Pause, Ende. Die Airbag-Leuchte leuchtet. Wenn wir den Wagen jetzt auch starten, dann müsste die eigentlich ausgehen. So. Leuchtet konstant. So, schön. Was für Möglichkeiten haben wir? Wir haben die Möglichkeit, dass der, er sagt ja, Unterbrechung im Stromkreis. Warte, ich mach das mal aus. Es kann der Airbag sein. Es kann hier das Kabel sein. Kabelunterbrechung hier oben drin. Es kann da drin die Wickelfeder sein. Genau. Es kann hier die Steckverbindung sein. Es kann das Kabel bis zum Airbag-Steuergerät sein. Und es kann das Airbag-Steuergerät sein. Das Airbag-Steuergerät sitzt da unten in der Mittelkonsole drin. So, wie geht man vor? Erstmal klemmen wir die Batterie ab, dass wir keine Spannung mehr an Dingen haben. Und dann setzen wir, aber klemmen wir das mal ab, genau. Na, der Anschluss ist schon locker. Jetzt. Okay. Gut, Knut. Wo ist denn der Widerstand? Und dann klemmen wir hier den Airbag ab. Airbag nochmal zur Information, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ne? Dürft ihr selber nicht dran arbeiten, dafür muss man ausgebildet sein. Wenn man hier an die Anschlüsse drankommt, kann der Airbag auslösen. Den Airbag niemals aufs Gesicht legen, also niemals so rum irgendwo hinlegen, weil wenn der zündet, fliegt er weg. Macht der Salto an die Decke und schlägt einem gegen den Kopf. Airbag am immer sicher irgendwo aufbewahren. An eine Stelle aufbewahren, wo keine Gefährdung herrscht. So am besten hier oben in den Schrank. Da oben liegt er gut, ist gut versorgt. Und damit haben wir die pyrotechnische Einrichtung raus aus dem ganzen System. Ja. Und das ist schon mal der erste Schritt. Ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, als ich die Batterie abgeklemmt habe, ich habe kurz drüber gepustet, da war das Ladegerät noch angeklemmt. Und da entstehen je nachdem Gase, Knallgase. Und damit das nicht beim Abnehmen der Batterie ein Funken entsteht und die Knallgase sich entzünden, habe ich kurz drüber gepustet. Und dann kann ich ganz sicher den Anschluss abnehmen, falls ihr mal zu Hause sowas machen müsst. Oh. Das ist ein neuer Hund. Der Josch hat jetzt auch einen Hund.
Hey, komm her. Ist aus dem Tierheim in Spanien. Und ganz, 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 ganz süße. Hey, du. Hey. Hat aber keinen Bock auf uns. Ja, jetzt haben wir drei Hunde. Josh hat einen, Cedric hat einen und wir haben ja auch einen. Und alle aus dem gleichen Tierheim. Ja, guck mal. Aber die fühlt sich auch wohl hier. Ist so. Noch ist er weiß. Ja, wir sind eben eine Hundefamilie. Mittlerweile ist das hier irgendwie so eine Hundepension. So. So. Der Josh hat vorhin irgendwie den Widerstand verlegt. Ah, hier ist er. Ja. Josh haben. So. Hier haben wir einen Widerstand. Mit diesem Widerstand simulieren wir jetzt den Airbag. Bis jetzt heißt das, wir stecken den hier ein. Einmal. Zweimal. So, jetzt klemmen wir die Batterie wieder an. Und löschen das ganze System. Und lesen dann einfach nochmal aus. So, Jürgen hat es schon wieder angeklemmt. Und die Zündung an. So. Okay. Löschen den Fehler. Wir haben den Fehler jetzt zweimal drin. Löschen wir den Fehler. Okay, hat im Moment keine Kommunikation. Jetzt. So. Wenn der Fehler jetzt weg ist. Was? Löschvorgang durchgeführt. So, so dann lesen wir nochmal aus. Zu gucken, ob das auch funktioniert. Wenn jetzt 0 drin steht, ist unser Airbag kaputt. Definitiv. Was geht das denn? Hä? Wir sind ein bisschen erstaunt, weil. Das hat er vorhin nicht gemacht. Eigentlich war das vorhin nicht da. Ist die Lampe aus? Ja. Wie geht das denn? Okay. Also, wir hatten das vorhin schon alles durchgemessen. Gut, dann machen wir noch mal eine Gegenprobe. Klemmst du mal bitte. Achso, der kann ja jetzt sowieso nicht zünden. Jetzt kann zünden wir uns aus. So, doch, müsst aber. Klemmen wir mal ab. Jetzt stecken wir den Airbag noch mal rein. Ja, und klemmst du mal die Batterie ab? Ja. Yep. So, wenn es der Airbag ist, dann müsste er jetzt wieder im Fehlerspeicher drinstehen. Oder der Fehler ist jetzt verschwunden. Das kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir wieder angeklemmt. Okay. Zündung, Batterie dran. Ja. Batterie ist dran. Zündung ist an. So, dann lesen wir jetzt nochmal aus. Löschen. Na komm schon. Ja. Das würde ja heißen, dass der Airbag kaputt ist. Ich lösche ihn mal. Dann stecken wir nochmal aus. Ja, wir probieren. Also wir hatten vorhin eine ganz andere Diagnose gehabt. Löschvorgang? Ja. Mach nochmal. Fehler ist da. Ich glaube, hier ist der Josch. Josch! Haben den Fehler jetzt drin, ne? Ja. Guck. Sag mal nicht, was wir vorhin gemessen haben, siehst du ja. Ne? So, Jürgen, klemmst du mal Batterie ab. Machst du nur aus? Jo.
Ja. Hast du auch eine Idee dazu? Guck mal dem sein Gesicht. Wir haben gerade genauso geguckt, Yoshi. Das wird verarschen. Ja. Klemm nochmal. Klemm nochmal ab. Ich verarsche mich doch jetzt. Ja, ich verarsche dich nicht, ne? Wir haben das doch eben genauso gemacht. Ja klar, wir haben definitiv, also wir haben vorhin gemessen, genauso. Wir wollten euch ja jetzt zeigen, wie man es durchmisst. Und da haben wir ganz klar diagnostiziert, dass das Airbag-Steuergerät eine Macke hat. Wir haben das Kabel darunter überprüft, das war alles in Ordnung und. Als ob ich das nicht auch gemacht hätte, ich bin doch nicht doof. Das Erste, was ich gemacht habe, ist den scheiß Widerstand hier oben dran zu stecken. Der Fehler ließ sich nicht löschen. Ja, stopp, wir haben ja vorhin den Widerstand auch hier dran geklemmt und dann ließ er sich auch nicht löschen. Das war der erste Schritt, den ich gemacht habe. Airbag ausbauen, Prüfwiderstand anklemmen, Fehlerspeicher löschen, Fehler ist nicht weggegangen. Es ließ sich löschen, kam sofort wieder, direkt. Das war der erste Schritt, den ich gemacht habe. Daraufhin bin ich ja erst auf den Gedanken erst gekommen, Wickelfehler zu überprüfen. Ja. Haben wir gemacht, Stecker abgetaucht. Mach nochmal Zündung aus. Also, jetzt nochmals, klemmst du bitte die Batterie nochmal ab. Klemm den Widerstand ab, Yoshi. Wir haben jetzt keinen Fehler drin. Jetzt klemmen wir den an. Warte mal, ich habe jetzt hier keinen Minus dran. Macht ihm das was? Nein, es macht ihm gar nichts. Das ist ihm ganz egal. So, klemmst du... Warte mal, was? Ich mache Klemmbatterie wieder an. Ja, genau. Klemmbatterie an. Zündung an. Ja, stopp mal. Du hast ja jetzt gerade das orangene Ding reingesteckt. Der Stecker sich um. Der Fehler ist weg. Sonst wäre die Lampe direkt wieder angegangen, ne? Ja. Nein. Das ist keine Steckersicherung, weil in dem Moment, wenn du den... Aber der Fehler ist jetzt weg. Ja, der Fehler ist weg, weil das zeitweise nur auftritt mit dem Steuergerät. Ja. Aber, pass auf, wenn wir jetzt hier diese Steckersicherung rausmachen, das habe ich nicht dran gedacht, du hast die Steckersicherung rausgemacht. Und dadurch, mit dieser Sicherung wird unten dieser kleine Pin auseinandergedrückt. Verstehst du? Ja. Da ist ein Sicherungspin drin. Ja. So, pass auf, jetzt haben wir die Steckersicherung. Lampe wieder an. Ja, genau. Das war das Problem. Deswegen, da habe ich mich jetzt. Okay. Probier es jetzt nochmal löschen. Ich will es nochmal erklären, damit ihr es versteht. Wir haben hier hinten eine Steckersicherung. Die hat der Joscha vorhin auf Seite gehabt. Diese Steckersicherung, in dem Moment, wenn man die reinrastet, sorgt dafür, dass hier innen drin sind so kleine Stifte. Die überbrücken das ganze System, damit es da drin nicht zu einer Überspannung kommt. Da innen drin, das kann man schwer sehen. Da sorgt dieser Stecker für, dass er die auseinander macht. Wenn dieses orange Ding nicht da dran ist, dann haben wir einen direkten Kurzschluss und dann setzt er den als Fehler. Ganz klar und eindeutig. Habt ihr die Zündung aus? Ja, ne? Ja, Zündung ist aus. Batterie ist ab, ne? Ja. Batterie ist dran. Mach nochmal ab. Ups. Ja. Ich sitze jetzt in dem Eifer des Gefechts. Ich sitze hier hinter. Ist nicht schlimm. So, okay, jetzt steckt man diese. Warte, stopp. Zündung drauf. Batterie an. Ja. Zündung einschalten. Jetzt haben wir die Steckersicherung nicht reingesteckt. So, Steckersicherung nicht reingesteckt. Jetzt löschen wir den Fehler. So. Jetzt löschen wir nochmal den Fehler. Lesen nochmal aus und jetzt müsste eigentlich, weil wir die Steckersicherung nicht reingemacht haben, der Fehler wieder, Fehlercode 0001. So, pass auf, jetzt tut der Josch, lass den Basti das gucken, die Steckersicherung rein. Papp. Jetzt löschen wir den Fehler wieder.
und lese nochmal aus. Und wenn das jetzt an der Steckersicherung lag, wird jetzt null Fehler. Ja, okay. Gut. Gut, da haben wir uns jetzt selbst gefoppt. Da haben wir uns jetzt selbst gefoppt, weil wir die Steckersicherung nicht reingemacht haben, weil eben diesen Kurzschlussanschluss da wegnimmt. Das wäre jetzt ein Ding gewesen. Gut, dann können wir es aber jetzt leider gar nicht mehr richtig zeigen, weil der Fehler trat hier mal auf und trat nicht auf. Nur in die Vorgehensweise. Alles gut. Vorgehensweise ist so. Was? Ich habe auch gedacht, gibt's ja jetzt nicht. Weil wir hatten das vorhin, Joscha und ich, da diagnostiziert. Und jetzt haben wir gedacht, was soll das? Also die Vorgehensweise wäre jetzt andersrum so, dass wir hier dann den Anschluss abmachen. Hier, das ist im Prinzip das Kabel, was vom Airbag kommt, also vom Airbag-Steuergerät. Ja. Würden wir abziehen, den Widerstand da reinmachen, schauen, ob wir den Fehler löschen können. Das war vorhin so, da konnten den Fehler nicht löschen, selbst wenn wir hier den Anschluss reingesteckt haben. Weil wir hier mit die Wickelfeder oben dann ausgeschlossen haben, weil wir hier hintergegangen sind. Genau, verstanden. Ne? Und dann sind wir zum Airbag-Steuergerät gekommen. Basti, da kommst du am besten. Warum? Und hier unten drunter sitzt das Airbag-Steuergerät, da an dieser Stelle. Da unten ist das Airbag-Steuergerät. Und da haben wir dann den Stecker abgezogen und haben die Leitungen von hier bis nach hier oben, bis nach da vorne, den Widerstand gemessen. Der Widerstand war in Ordnung und damit war ist ganz klar, dass das Airbag-Steuergerät eine Macke. Aber man sieht, wir misst. Es ist alles klar und dann passiert sowas, ne, mit dieser Steckersicherung. Ja, habe ich auch nicht dran gedacht, dass die Steckersicherung ab ist. Normalerweise ist sie nicht ab, dann kann man die reinstecken, aber gut, so ist es. Ganz klar ist, hier ist das Airbag-Steuergerät kaputt, kostet neu 350 Euro. Plus Mehrwertsteuer, das muss dann noch programmiert werden, alles wird zusammengebaut werden. Bestellt hast du das Teil schon, ja? Ja, ja. Bestellt ist das und gut, ja. Schön. Sollen wir aufpassen bei der Elektrik? Hätten wir uns beide selbst. Und die Hupe funktioniert auch. Hätten wir uns das Eigentum geschossen. Ja, sport das Ding schon mal wieder zusammen. Soll ich die Batterie abklemmen? Ja, wir schauen mal. Wir haben da draußen noch einen schönen alten Golf. Der Kunde, der war in der Werkstatt, in einer anderen Werkstatt. Okay. Und die haben ihm gesagt, sie würden keine elektronischen Vergaser reparieren. Ja. Also es gibt ja so eine Baureihe vom Vergaser zur Einspritzung. Gab es so eine ganze Zeit lang elektronischer Vergaser, tun wir jetzt auch sehr schwer mit. Aber meines Erachtens hat der Wagen keinen elektronischen Vergaser, sondern der hat eine Zentraleinspritzung. Selbst das wird mittlerweile verwechselt, kann man auch den Leuten nicht verdenken. Ich meine, wir sind damit groß geworden, Hans-Jürgen und ich. Aber wenn dann so ein Teil da oben drauf ist mit ein bisschen Elektronik, denken die, es wäre ein elektronischer Vergaser. Ist aber eine Zentraleinspritzung, das kann man daran erkennen. Zeigen wir es jetzt mal. Was ist mit? Auch der Laden bastelt noch. Schon das Auto schon mal rein. So. Wir haben einen schönen alten Jetta. Ja. So unglaublich schwer das Auto. Ja, okay. Ja, hat er wieder auf. Kann man sich nicht vorstellen, wie schwer der ist. Ah. Danke. Boah. Kann ich mal Pause, oder? Gar nicht nass draußen. Was ein Scheiß, ey. Ja. So. Auf jeden Fall hat er das Problem, wie ich gerade schon erzählt habe. Ein Vento. Vento, Jetta. Vento, Jetta. Golf. Alles scheißegal, ist alle gleiche Motor. Der Wagen hat vorhin das Problem, dass, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erklärt, der war in der Werkstatt und die haben gesagt, der hat einen elektronischen Vergaser, den können sie nicht reparieren. Aha. Einen elektronischen Vergaser. Also du meinst die Zentraleinspritzung. Ah, oh, genau. Wei. Ja, also, komm, lass uns den mal auslesen. Ja, genau, warte. Und? Zeig nichts an. Hat eine Störung. Null Fehler. Warte, ich kann mal probieren. Ich wette, der hat eine Störung. Geht auch nicht, aber ich habe das letzte Mal. Der hat einen Vergaser, ey. Warte mal. Ich würde gerne
Ich würde gerne den Deckel. Warte, ich will kurz. Geht es? Ja, ja. Die Richtung. Oh. Ah, okay, Motor. Also. Ja. Also, wie man schön sehen kann. Kaputt. Die Wünschelrute hat es ganz eindeutig angezeigt. Der uralte VW-Motor. Und ich würde gerne den Deckel mal hier abmachen, um den Vergaser zu zeigen. Um den Vergaser zu zeigen. Ja, dann mach den Deckel doch mal ab. Dann können wir mal gucken, was der Unterschied ist. Holen wir dann mal eine Werkzeugkiste. Das wissen ja auch die wenigsten. Wie gesagt, das war der Übergang von Vergaser zur Einspritzung. Gab es den elektrischen Vergaser, der war dann elektrisch geregelt. Dann haben die irgendwie 12 Monate gebaut. Ein Horrorteil, hat keiner Bock zu reparieren. Keiner Bock drauf, wir auch nicht. Und, aber um mal zu zeigen, wo man den Unterschied direkt erkennen kann, will der Jürgen mal jetzt oben den Kopf abbauen. Also erstmal zeigen wir, was der Wagen macht. Und zwar springt der nicht an. Ja, jetzt kommt er so ein bisschen. Er springt schlecht an. Aber nicht wirklich. Das heißt, wir haben ja ein Problem. Entweder von der Zündanlage. Die sind früher öfters kaputt gegangen. Die Zündspulen. Und oder wir haben ein Problem vom Temperaturfühler. Die haben früher auch öfters Probleme gehabt. Und der Kunde sagt, das ist hauptsächlich im kalten Zustand. Deswegen vermuten wir, oder ich vermute zumindest, dass es jetzt am Temperaturfühler ist. Ich guck mal, ich habe noch alte Testwerte von diesen Einspritzanlagen, ob wir da einen Widerstandswert noch haben. Und ich kriege in der Zeit den Wahnsinn hier vor den Augen, weil die Kiste so unordentlich aufgeräumt ist. Da könnte ich ja. Das ist, weil der die Karre immer hier zuknallt. Dann fliegt das ganze Zeug bis hinten und ich kann hier alles raussuchen. Voll digitalisiert. Einspritzhandbuch. Volvo. Volkswagen Transporter. Mal gucken mal. Mercedes, Toyota, Volkswagen, Golf. Mal schauen, was da für einer ist. Ich glaube, das ist ein 1,6er. Mal gucken wir mal. Also der Wagen hat, das ist ein Baujahr 92 und der hat ein 1,8er ist das sogar, 1,8 Liter, okay. Bosch Monojet-Tronik, hier ist er. Bis Baujahr 92, okay, Seite 691. 691. Jetzt haben wir schon mal 691. Das ist er. So. Genau, das ist ja das Zentraleinspritzung. Der Jürgen jetzt gerade sagt, das ist der Einspritzdüse, Leerlaufsteller und Steuergerät. Der Jürgen ist immer noch am Auseinanderschrauben, okay. Hier haben wir Kraftstoffpumpe und auch noch einen Vorwiderstand. So. Hier sind die Prüfwerte von den einzelnen Teilen. Lambda-Sonde. Irgendwo muss der Anlauf prüfen, Ansatzsystem, Kraftstoffdruck, Kühlmitteltemperatursensor. Mehrverstecker vom blauen Sensor abziehen und ein Ohmmeter an den Sensorklemme anschließen. Widerstandswert mit Sollwert vergleichen. So, hier haben wir den Deckel runter. Hier kann man schön sehen, ich mache mal eine Lampe an. Hier kann man schön sehen, das ist die Monojetronik. Mono heißt, weil nur eine Einspritzdüse, die sitzt hier drunter, geht unten rein, spritzt da unten auf die Drosselklappe. So, hier kann man schön sehen, wenn ich die Drosselklappe aufmache, dann geht die Drosselklappe hoch. Das ist alles mechanisch, an einem Seilzug. Und die Einspritzdüse spritzt dann dementsprechend Kraftstoff ein.
Hier sitzt noch ein Poti dran. Hier an der Seite sitzt ein Poti drin. Das merkt die Drosselklappenstellung. Hier unten drunter sitzt ein Stellmotörchen. Der regelt die Leerlaufdrehzahl. So, und je nachdem, wie viel Gas ich gebe, spritzt der Kraftstoff ein. Und ja, das ist kein Vergaser. Das ist eine Zentraleinspritzung oder Monojet-Tonik. Hier haben wir die Widerstandswerte. Das heißt, bei 10 Grad 3,5 Kiloohm muss er haben und bei 20 Grad, also der Widerstandswert wird immer geringer. Wie heißt er, der wird? Wie heißt er? So, lass mal messen, was haben wir hier für eine Temperatur? 13 Grad. 13 Grad, ja. Genau. So, und dann messen wir das jetzt vierpolig. Das sind auf jeden Fall die zwei Anschlüsse hier, der braun-schwarze und der grau-grüne. Das ist einfach Standard gewesen damals. So, und dann müsst ihr jetzt hier das einen Wert nicht haben von, ja, so 3 Kilo Ohm. Das Kilo Ohm. Das wird schon reichen. Und er hat 130, 131 Ohm. Ach du Scheiße. Das heißt? Ja, das war ja jetzt leicht. Das heißt, der suggeriert dem Motorsteuergerät, Motor ist heiß, also mageres Gemisch. Wenn der im Kaltstart anspringen soll, da müssen wir die Kondensationsverluste kompensieren. Achtung! Achtung. Kondensationsverluste? Hast du noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Das ist der Kraftstoff, der sich an den Zylinderwänden und auf dem Weg zum Brennraum an den Wänden setzt. Genau. Der steht dann der Verbrennung nicht zur Verfügung. Genau. Dementsprechend müssen wir anfetten, um den Kraftstoffverlust oder diesen Kondensationsverlust auszugleichen, damit der Motor anspringt und im Kaltstart sauber läuft. Genau. So, und jetzt haben wir den ja abgeklemmt. Das heißt, wir haben ja jetzt einen unendlich hohen Widerstand. Das ist jetzt eigentlich schon die Prüfung, wenn wir es abziehen. Jetzt den Wagen starten, müsst ihr eigentlich zumindest so anfangen, anspringen zu wollen, weil ja jetzt dadurch, dass der Widerstand jetzt unendlich groß ist, ist ja Luft dazwischen, zwischen den beiden Kontakten und kein Widerstand, ist unendlich hoch ist, glaubt das Steuergerät, wir haben jetzt Sibirien kalt, jetzt haben wir, um die Kondensationsverlust zu überbrücken, erhöhen wir die Einspritzzeit, eine Einspritzdüse. Ja, ich mache gerade einen Schlauch hinten wieder drauf. Ja, Jürgen bastelt das eben zusammen. So. Dann müsste er jetzt eigentlich, warte, ich mache mal ganz kurz die Lüftung aus, das geht mir so ein bisschen auf den Zwirn. Schön. Jetzt wird es ruhig hier dran. So, dann müsste er eigentlich jetzt kurz anspringen. Ja. Läuft ziemlich gut, aber kommt, springt an. Ja. Ja, verstanden. Der Widerstand ist jetzt so hoch, dass er jetzt ohne Ende anfettet. Ja. Wir besorgen da jetzt eben einen neuen Temperaturfühler und dann bauen wir den rein und dann schauen wir mal, ob er dann auch wirklich sauber läuft und auch sauber anspringt und dann auch, eben auch Gas annimmt. Dann lassen wir mal ganz kurz Zeit vergehen. 2000 Jahre später. Ein neuer Sensor. Einbauen ist bei dem relativ einfach, da brauchen wir nur hier diesen kleinen Stift wegzuziehen. Wenn man einen Schraubenzieher hat. Oder meine Wünschelrute geht auch. Einfach Stift wegziehen. Den raus. Dann sehen wir die String. Ja, der ist noch dicker als der alte. Das ist der neue hier, der ist scheiße. Nehmen wir den hier. Ja, wunderbar. So, die String rein. Sensor rein. Klammer drauf. Klammer drauf. Klammern. Achso, wir können jetzt nochmal zum Vergleich messen. Was der jetzt hat. Ah. 3,2 Kilo Ohm. Ja. Ja, wunderbar. So. Daran können wir sehen, wie viel Grad haben wir denn jetzt hier drin. Können wir die Umrechnungstabelle sehen. Der hat auf jeden Fall seinen Dienst getan. So, dann müsste er jetzt direkt anspringen, sauber laufen und noch Gas annehmen. Oh, der ist noch was versoffen, ja, bestimmt. Ja, ist noch ein bisschen.
Ah, oh, guck mal, was hinten rausbläst. Oh. Oh. Ups. Gleich schreien die Jungs. Ja, das war dann von vorhin, von der Stunde, wo ich den abgezogen habe. Entschuldigung. Läuft auf jeden Fall. Entschuldigung. Na, ich habe ja vorhin den Stecker abgezogen. Dann hat er natürlich volle Pulle da reingeregt. Jede Menge Kraftstoff, den hat er dann nicht verbrannt. Der stand dann unten im Auspuff noch drin und den hat er jetzt hinten rausgeschmissen. Ja. So, atmen doch mal weg hier. Nein, das wird nicht weggeatmet. Wir machen jetzt das Tor auf, das hat er weggesaugt und so was. Ich mach das jetzt. Ja, du machst das? Ja, ja. Und in deinem Alter ist das scheiße. Bei mir macht das nichts. Gut, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren. Wir freuen uns. Du auch? Ja. Er auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.